mache jetzt eine Bildschirmübertragung an. Jo. Und da wir in 2020 leben, kann es sein, dass sie nicht richtig funktioniert, weil Internet noch eigentlich relativ neu ist, um ehrlich zu sein. Ja. Deswegen im Falle eines Pixelpreis oder so, bitte einmal Bescheid geben, ne? Jo, geht klar. Da. Perfekt. So, bevor wir anfangen, reden wir über die Matchups. Sag mir alles, was du weißt. Also jetzt, ich beziehe mich jetzt quasi logisch nur auf Botlane, ne? Ne, alles. Alles? Oh. Fang von mir aus auf der Botlane an, wenn es dir einfacher fällt. Nee, wenn, dann fangen wir chronologisch von oben nach unten an. Das ist so ein bisschen, Kopfsache so. Das ist irgendwie befriedigend für mich. Egal. Ich würde sagen, Toplane sollte eigentlich bis Level 6 eigentlich hart an Klett gehen, weil eigentlich drinnen mehr irgendwie keine Chance haben sollte, irgendwie auch nur ansatzweise gegen den Klett klarzukommen, sei es Engage oder Disengage, vor allem weil er auch einfach Dark Harvest mitgenommen hat. Hm. Das ist das, was ich meine mit kompetitivem Umfeld, ne? Hm. Das ist genauso wie, warum sollte ein Nunu Dark Harvest gehen anstatt Aftershock? So, das sollte eigentlich Dark Harvest mehr Schaden macht, hey, what the fuck? Das sollte auf jeden Fall hart K6 favored sein. Mitte wäre sogar ziemliches Skill-Matchup, würde ich sagen. Hm. Botlane ist halt eigentlich für die Gegner halt ein ziemlich, also für uns eigentlich als Aphelios Yumi ist es eigentlich ziemlich ekelhaft, würde ich sagen, gegen so eine ekelhafte Poke-Lane zu spielen. Kennst du das Botlane-Dreieck? Nein. Also, du hast eins, zwei, nein, ich verarsch dich nur. Du hast basically drei verschiedene Arten von Botlanes, ne? Du hast Sustain-Botlanes. Hm. Dann hast du Engage-Botlanes. Hm. Stell dir vor, das ist ein G, kein P. Und dann hast du Poke-Botlanes, ja? Ja. Was schlägt was und warum? Sustain sollte Poke überlegen sein. Weil Sustain ist über eine längere Zeit und kann man sich halt gegen Poke gut gegen Sustain. Ja, Poke ist doch auch über eine längere Zeit. Dein Würgenum macht keinen Sinn. Ja, ich verunsichere dich. Du hast recht. Sustain schlägt Poke, aber du musst halt wirklich wissen, warum das ist das Wichtige. Sustain schlägt Poke, weil Poke greift den HP-Pool eines Champions an, logischerweise. Hm. Wohingegen du bei einer Sustain-Lane gegen den Mana-Pool eines Champions kämpfst. Hm. Der Champion, HP-Pool, du kannst ja in der Sustain-Lane basically den Mana-Balken als zweiter HP-Bar. Genau. Ja, okay. So. Und meistens ist es so, dass wenn beide Lanes, also Sustain und Poke, komplett down sind, ne? Imagine, alle sind komplett um, wer gewinnt dann? Ihr, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ne? Okay. Weil Poke halt einfach so gebalanced ist, dass sie nicht für längere Zeit oder even Fights kämpfen können, weißt du? Okay. Eine Poke-Lane will immer, so eine richtige Bitch-Lane ist das, sie will immer erst reingehen, wenn du auf 60% bist, auf 50%, 70% oder so. Wenn ihr 100 gegen 100 kämpft, wird die Poke-Lane sehr wahrscheinlich verlieren. Okay. So, dementsprechend schlägt Poke Engage. Warum? Engage, logischerweise, muss erstmal rankommen. Poke sorgt quasi eigentlich jetzt in meiner Theorie dafür, dass man ja gar nicht erst rankommen kann. Ja, quasi, aber wenn man halt ultet, dann ist er. Ja, okay, dann ist natürlich mies over. Da wäre genau dasselbe. Du hast eigentlich recht, aber das Wissen muss auf jeden Fall, die Lücken müssen gefüllt werden. Okay. Was habe ich gerade gesagt? Wann will Poke Lane fighten? Wenn die Sustain Lane auf ungefähr 60% ist. Ja. War jetzt nur eine Nummer aus dem Arsch gezogen, ne? Allgemein die Lane so ungefähr. Auf jeden Fall nicht full life. Genau. Das heißt, kann Engage sich gegen den Poke abschirmen? Durch Sustain oder durch Gegenpoke? Ja, eher weniger. Ja, weniger. Das heißt, wenn Engage auf Poke engaged. Engagen Jan auf Even Terms oder auf Uneven Terms? Meistens Uneven. Okay, auf Seiten für wen? Für den Poke. Also, genau. Also jetzt. Ja, doch.
Also wenn Engage auf den Poke draufkommt, während beide 100% haben, wird Engage gewinnen. Aber in der Theorie wird Poke gegen Engage gewinnen. Und ja, dann gibt es ja das letzte Engage Lick Sustain. Warum? Bäh. Kannst du sustainen, wenn du tot bist? Nein. So einfach ist das. Hast du mal Nautilus gegen Soraka gespielt? Ja. Für wen ist das gut? Bestimmt für den Nautilus. War es eine Frage oder eine Antwort? Das war eine Antwort. Okay. Warum? Wenn ich als Level 2 Soraka irgendwo hinten stehe und auf einmal Nautilus-Hook in die Fresse bekomme, dann habe ich eher weniger Spaß, weil ich dann wahrscheinlich von 100 auf 0 gebürstet werde. Genau, das ist es. Sustain will über längere, kleinere Trails, kleinere Fights, kleinere Skirmishes die Nase vorne haben, während Engage einfach literally mit dem Kopf durch die Wand geht, ne? Mhm. Das ist aber auch nur ein rein theoretisches Dreieck, ne? Keine Lane ist rein in einer Form. Zum Beispiel Yumi Aphelios, wenn wir Engage, hier hätten wir Poke und da Sustain haben, ne? Mhm. Yumi Aphelios ist so eher Richtung Poke als Sustain. Ne? Ja. Hat aber ein bisschen von beidem. Vielleicht könnte man sogar noch argumentieren, je nach Waffe, die Aphelios dabei hat, hast du auch Engage mit deiner Level 6. Ne? Ezreal Seraph ist wiederum so ein richtiger Prototyp, einer so da unten ist der Punkt irgendwo. Ne? Disgusting shit botlane. Genau. Also die sind so ganz stark auf eine Spielweise ausgelegt. Das macht sie in dieser Spielweise sehr stark, aber in allem anderen sind die ja für Kacke. Das heißt, wenn du gegenpokst gegen die beiden, was du kannst, solltet ihr das gewinnen. Wenn ihr beide HP für HP tradet, literally jeden einzelnen HP hin und her, werdet ihr die Lane immer gewinnen. Ja, wir Sustain haben. Genau. Und genauso gut kann man das halt natürlich auch andersrum begründen. Die müssen so gesehen 2 für 1 traden. Wenn sie 1 HP verlieren, müsst ihr 2 HP verlieren. Wenn sie 100 Damage machen, müsst ihr 200 Damage machen. Erst dann ist es even, weißt du? Nee, warte, fuck, andersrum. Andersrum, sorry. Die müssen doppelt so viel Schaden machen wie ihr, weil ihr halt viel Schaden negiert, okay? Ja. Das heißt, die müssen viel mehr Skills und so treffen, aber das dafür können die das auch sehr gut. Und dieses Dreieck kannst du dich eigentlich immer so, wenn du nicht genau weißt, wie das Matchup ungefähr verläuft, kannst dich immer auf das Dreieck berufen, weil dieses theoretische Steinschere-Papier-Prinzip sich immer irgendwie aushebelt. Das ist auch in ganz vielen anderen Spielen so. So, Sniper schlägt. Oh Gott. Okay, nee, ich wollte eigentlich einen Counter-Strike-Vergleich machen, aber ich habe keine Ahnung vom Counter-Strike. Das war, oh Gott, ey, das war ein Game von, ey, da bin ich ja so turbo-toxic geworden, ey. Oh, wei. Von Counter-Strike? Nee, jetzt von dem Game aktuell, von dem Replay, da bin ich so turbo-toxic geworden. Warum hast du nicht deine andere Waffe und Auto-Attacks in für Sustain? Ich hab mir in dem Moment gedacht, gut, die wollen jetzt sowieso invaden, dann zieh ich mich einfach nur lieber schnell zurück. Hätte jetzt, ich hab mir jetzt gedacht, das wird jetzt nicht allzu viel ausmachen. Mhm. Wollte dann jetzt nicht sinnlos Munition wasten für die Lane. Na gut, Munition ist auch teuer, ne? Ich dachte gerade, Ezreal hat mit W gestartet, dabei ist er schon Level 2. Level 2. Ezreal W-Start auf Level 1, das wäre aber schon ein hart Troll. Du hast viel zu spät gekühlt. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Auch übelste Q-Range hättest du da gehabt, um zu Dingensen rauszuforcieren und ein bisschen gegen zu traden. So, Ezreal ist jetzt um. Mir gehst du damit um. Vermutlich gar nicht. Ja.
glaube, ich habe noch nicht ein Spell benutzen sehen. Erfolgreich. Ja, noch nicht ein. Was machst du da? Warum bist du so... Okay. So sinnlos passiv gegen einen ADC, der eigentlich nur noch mit Flash wegkommen könnte? Ja. Frage ich mich im Nachhinein auch. Aber den punishen wir dann gleich auch noch sowieso. Ich glaube, wir rennen den gleich runter. Ja, das kommt jetzt mit Gravitum. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf Gravitum gewartet, bis wir den runterrennen können. Hätte das eigentlich auch schon vor 5 Minuten machen können. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, dass mit der Fehler immer noch ein bisschen zu passiv bin. Tatsächlich. So, hier war jetzt das perfekte Beispiel. Wir haben einfach einen Free Flash bekommen. Also ganz kurz nochmal. Wie du hier die Wave akzeptierst, ist Turbo-Int. Du kannst ganz einfach darauf warten, dass sie in dich crasht und musst sie hier nicht auto-attacken. Weil du mit deiner Q einen Auto... Warte, hast du deine Q auf Level 1? Nein, ne? Du hast eine Nein, geht das auf Level 2. Sorry. Okay. Nichtsdestotrotz hast du hier zu viel viel unnötigen Damage genommen, was sich hier gleich auch nochmal widerspiegelt. Du stehst vor deiner Melee-Minion-Line. Da, hier siehst du das? Mhm. Was halt nicht nötig ist, wodurch du unnötigen Schaden wieder bekommst. Da wollte ich nur nochmal schließen. Also es gibt 3 Grundarten des Positionings auf der Lane. Zwischen Caster und Melee, hinter Caster oder neben Melee. Vor Melee ist meistens Int, außer du bist Malphite oder Leona. Ja. Hä? Ach so. Hä, welches Item gehst du first? Infinity Edge. Hast du einen bestimmten Grund? Ich mag tatsächlich einfach den Crit Power Spike von Infinity Edge mehr als von Incense Reaver. Mir fehlt dir jetzt eins der schlechtesten Solo-Items, das du kaufen kannst. Genau. Also, anscheinend ja nicht, sonst würdest du es nicht machen. Lass mich dir kurz was zeigen. Weißt du, was Goldeffizienz ist? Ja, relativ. Was denn? Grobe Theorie. Ja, jeder Stat gibt einen bestimmten Value an Gold. Okay, Goldeffizienz, ne? Infinity Edge ist 111% Goldeffizient. Klingt nett, ne? Soweit. Nein. Also in der Theorie ja. Gehen wir mal auf Essence Reaver zum Beispiel. Essence Reaver ist 10% Goldeffizienter. Plus die Passiv ist eine bessere Passiv für sich selber. Als nächstes Beispiel können wir uns nochmal Dingens angucken. Stormblazer, was auch ein sehr common first item ist. Zwar nicht wie Aphelios, aber general. Das hier ist zwar Turbo-Gold ineffizient, dafür ist die Passiv eine der stärksten Passive, die du hast im Spiel. Ja. Und es ist günstiger als alle anderen Items. Also Infinity Edge ist nicht sehr effektiv als alleinstehendes Item. Und zumal die CDR von Essence Reaver, die auch turbo-weit weiterhelfen. Da du eine Utility-Maschine bist eigentlich. Hä, der ist fucking tot. What the fuck, der hat getrollt, Mann. Der auch, Alter, what the fuck? Cool ihn doch. Okay, hast selber ganz schön viel Zeit gelassen, du. Actually am fucking Trollen. Du.
Hörst du eigentlich meinen Sound auf? Nee, den tatsächlich nicht. Oh, schade. Ich hab grad Cat-Ult nachgemacht. Nice. Nice. Okay. Look at this. Hm, ich dodge. Ah, nee, doch nicht. Ja, nee. Nur rett rein. Aber genau ins Zentrum. Okay, merk dir, die Wände sind deine Feinde. Du willst nie in diesem Areal stehen, weil du dir dadurch jegliche Möglichkeit zum Dodgen nimmst. Im Extrembeispiel, wenn du hier stehen würdest, ne, dann könnte Zoraf hier einfach seine W reinballern und du kannst nichts dagegen machen. Da ist eine Q und dann kommt die Q hinterher und dann bist du fucking dead, Alter. Gehst du immer in den Busglocken Gathering Storm? Zurzeit gerade ja. Ich bin, am Anfang bin ich auf Cookies plus Schuhe gegangen. Manchmal wechsle ich auch zu Taste of Blood und Revenge Hunter. Gibt's einen Grund, warum du in diesem Game nicht Cookies gegangen bist? Oder Gewohnheit? Gewohnheit tatsächlich. Ich habe mir tatsächlich dieses Game nicht viel Gedanken drüber über meine Runes gemacht, weil ich da nebenbei noch ein bisschen beschäftigt war. Okay, Alter, what the fuck, Ezreal? Die sind da gut am Reinenden gewesen, auf jeden Fall. Wie kriegst du denn jetzt direkt wieder einen Double Kill? Oh, ich sehe es, okay. Oh. Da wurde ich auch erstmal gepinkt für die Ult. Zu Recht. Ja. What the fuck? Was machen die? Da habe ich mich auch gefragt. Ich meine, ich hab's angenommen. Mhm. Okay. Akzeptieren wir das einfach so. Worauf wartest du? Warum stayst du die Wave noch? Spätestens als nur dort an dir getokeldrift, an dir vorbeigetokeldrift, das hätte eigentlich schon Recoil nehmen sollen. Ja. Das habe ich dann auch ein paar Sekunden später gemerkt. Das ist so dieser typische Overextend-Move, den ich vorhin meinte. Ich weiß manchmal nie wirklich, wann ich weggehen soll und wann nicht. Na, du bist und du hast 1600 Gold. Ich finde, das sind zwei sehr stark ausschlaggebende Faktoren dafür. Da kommt der Schneeball! Du stirbst. Bist du tot? Ja, natürlich. Nice. Hast du verdient. Ja, eigentlich im Nachhinein echt. Ich zoome mir dein Premade? Nee. Nur mal ein Random. Benutzt du die altbewährte /Mute-All-Strategie im Chat? Sollte ich eigentlich mal irgendwann mal anfangen, ja. Ja, wie wär's mit jetzt? Beziehungsweise auch einfach mal anfangen, den Alt-Chat einfach auszumachen. Oh Mann. Junge, das ist so. I don't know. Was soll ich dazu sagen? Das Game ist 15 Minuten hin und es gibt fast 2 Kills die Minute. Richtige Fiesta auf der Botlane gewesen. Meanwhile Kha'Zix, Alter, 0-1-2, Mann. Der ist auch dabei. Mit einer kleinen Prio. Mit eines Top Lane. Aber ist okay. Weil wenn die Lane pushen ist, dann setzt du auf deine Chakrams, deine Turrets.
Du musst hier eigentlich auch schon seit 10 Jahren wieder recallen. Weiß nicht genau, was sich auf der Botlane hält. Freunde, du hast 2000 Gold, Mann. Sparst du auf einen neuen fucking Bausparvertrag oder was? Auf ein neues Flugzeug. Ezreal respektiert dich so sehr, Auto-Attack dich nicht mehr. Ich hoffe, du stirbst jetzt. Bitte komm, Botcat. Ja. Nice. Also deine Recoil-Timings sind halt komplett am Arsch, ne? Ja. Und das ist nicht mal eine Frage von, okay, sollte ich jetzt Recoil oder nicht? Das ist eher eine Frage von, sollte ich mein Hirn einschalten oder nicht? Weil, wenn du mir sogar jetzt sagst, dass es Kacke war von dir, heißt das, dass du es in-game auch eigentlich wusstest. Ja. Nur dich wahrscheinlich passiv dazu entschieden, das einen Fick darauf zu geben. Ja. Irgendwo habe ich mir das tatsächlich auch gedacht. Stehst wieder vor deiner Melee-Wave. Warum? Das macht Position-Technik gar keinen Sinn. Ich will nicht, es gäbe irgendein neutrales Objective, was ihr machen könntet, ohne euch so krass in Gefahr zu begeben und die Terror zu siegen. Irgendeine Form von, keine Ahnung, riesiger Echsentier oder so. Ein bisschen so wie ein Drache, weißt du, was ich meine? Junge, du hast Runans! Setz einen Teamfight an! Du hast zwei Items gegen fucking Muramana! Oh, du machst ja Damage! Oh lol. Okay, kurze Frage. War der Kill worth, ja oder nein und warum? Goldtechnisch ja. Was hast du dafür geblowt? Oli Drake, beziehungsweise, ja doch, Englisch. Anderen Ressourcen. Was habe ich dafür geburnt? Ich glaube, ne, hier habe ich dafür gewastet, ne? Um mit Herz scheißen zu können. Mhm. War es das wert? Ja, eigentlich im Prinzip auch nicht, weil ich sowieso turbo gefeedet bin. Ja. Wenn du ahead bist, wer muss das Risiko eingehen? Wer muss die riskanten Plays machen? Die Gegner. Warum? Warum? Was soll ich denn riskieren? Ich bin doch sowieso schon übelst dick. Die müssen doch mich töten können. Eben. Wenn in einer Situation, in der zwei Parteien gegeneinander kämpfen und die eine ahead ist, ne? Dann, und in so einem Gedankenbeispiel, nehmen wir mal an, ihr seid hier, die Gegner sind hier, okay? Minute 19. Und das Game in Minute 38 wärt ihr genau das gleiche Verhältnis hier und die Gegner wären da. Einfach jetzt, ihr würdet genau in dem Tempo weiterspielen. Ihr würdet euren Lead einfach nur immer weiter ausbauen. Basically. Weißt du? Mhm. Das klingt zwar sehr banal, aber man muss sich dem auch bewusst machen, weil ich kenne diese Blutlust, die in der Luft liegt, weißt du, wenn du ahead oder wenn du fett bist und dann die Gegner vernichten willst. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, und dann kommen gerne mal die Fehler und man wird mit 4 Leuten runtergerannt und dann denkt man sich, geil, ich bin gerade 4-mal hintereinander sind es gestorben und die Gegner sind wieder relativ even. Ja, ich habe gesagt, fast ein 4 gegen 5 verloren. Weil wir gehen total. Okay. Wenn du dieses Standbild ansiehst, was siehst du? Einer Phelios, der turbo greedy ist und sich denkt, ich will Kills. Und was siehst du nicht?
anstatt man denkt, ja, eventuelle Jungler, Toplaner, die sowieso schon miss auf der Karte sind. Mhm. Jetzt eventuell dort ein bisschen weiter oben im Busch schon schimmeln könnten. Mhm. Du hast wieder über 2000 Gold, by the way. Ich höre, die einzigen drei Male, in denen du in der Base warst, waren nach deinen Toten. Und immer mit über 2000 Gold. Wird aber jetzt mal schön für gepunished. 800 Gold abgegeben, by the way. Und ganz ehrlich, wenn du wirklich, wirklich besser werden willst, dann hältst du deine Schnauze im All-Chat. Ja. Ich sag, ich bin ein Turbo-Tox in dem Game geworden, aber übelst. Ja, ist natürlich eine super Prämisse, wenn du sagst, du willst dich improven. Ich will dir kurz was zeigen, ja? Ja. Guck mal, siehst du das hier? Versuch es das nächste Mal einfach mal. Such es einfach mal auf deiner Tastatur und drück mal drauf und guck, was passiert, okay? Oh, meine Fresse. Versuch's einfach mal. Ich meine, du kannst auch einfach Tower diven, das geht natürlich auch, ne? Oh, Junge, ich frag mich, wo Chad ist. Mann, zum Glück hat Chad nicht irgendwie Mobility. Boah! Wer hätte das voraussagen können? LOL, Alter! Schöner Heal-Flash. Weißt du, was ich an League of Legends richtig ankotzt, Alter? Dass man sterben muss, um Gold auszugeben. Beim Aram, ja. Hm, I see. Ich wünschte, man könnte irgendwie einfach so in seine Basis... Oh, Teleport-Schrift rollen, so wie in Dota, Alter. Das wäre auch nice. Ja, ne? Ja, geht halt leider nicht anders so. Aber immerhin hast du Heal und Flash benutzt, um Orianna zu Towerdiven. Let's go, Alter. Wäre ich die Yumi, Alter, hätte schon lange verkauft, Mann. Echt? Ja, Mann. Ich will einfach auf Trindamere chillen. Guten alten Lefelly, die drin mehr. Habe ich auch noch nie vorher gesehen, by the way. Ey, den Bild habe ich letztens auf YouTube gesehen. Echt? Ja, mit Dark Harvest. Wahrscheinlich deswegen. Kann ich vorher noch nicht. Ja, ist auch nicht gut. Ist sehr cheesy. Okay. Du musst halt heftig ahead kommen, damit der Bild funktioniert. Das sah so aus, als wärst du turbo langsam erst bei denen gewesen. Ich weiß gar nicht. Na gut. War tatsächlich auch Royal fine. Boah, Kletter, Alter. Wer hätte das kommen sehen können?
I mean, dieses Mal muss ich ehrlich sagen, es ist fein, wenn du jetzt stirbst, weil du den Inhibitor dafür bekommen hast. Das ist literally das einzige Mal im gesamten Spiel, dass ich sagen würde, dein Overstain war gerechtfertigt. Aber ich weiß nicht, ob du stirbst, um ehrlich zu sein. Wenn du jetzt reingehst, oh mein Gott, Alter. Boah, ich wünschte, man könnte dann die 4000 Gold irgendwie ausgeben. Das ist so schade, Alter. Oh Mann. Boah, müssen wir erstmal in den richtigen Nexus laufen. Boah, egal, Alter. Nein, stirb doch, dann kannst du dein Gold ausgeben. Bro, du hast aber auch einen heftigen Buttblast-Bild, ne? Bitte? Du hast einen heftigen Buttblast-Bild. Hm. Ich hab mir schon gedacht, wenn man sowieso schon erhält ist, dann kann man auch auf Fullcrit gehen, da juckt es eh nicht. Okay. Also Fullcrit gehe ich wirklich, aber auch wirklich nur, wenn ich so merke, okay, da kannst du wirklich gefühlt überall reinrennen. Ich sehe es gerade. Hast du dich gerade in einem GA geheilt? Ja, das habe ich mir auch so gedacht, so, hä? Achso, halt. Also, wenn deine bisherigen Overstays so retarded waren, dann war der 2 gegen 5 ungefähr so retarded. Du musst dir vorstellen, dass es vom nächsten Monitor noch weitergeht, okay? Geil. So, also, schwierig. Ich mach das Replay aus, ja? Wir müssen über ein paar Dinge reden. So. Okay, guck mal. Ich hab dich jetzt ein bisschen geflamed, aber mit Liebe. Ach, alles schick. Ja, ich hab ja die Kritik irgendwo dahinter schon gecheckt. Okay, was hast du denn so an Kritik aufgenommen? Also meine Overstays und meine Backport-Timings sollen dezent im Arsch sein. Ja, nicht ganz optimal, das stimmt. Ich schreibe mir das hier gerade nur nebenbei nochmal immer ein bisschen mit auf, also deswegen wundere dich nicht, wenn ich mal kurz nichts sage. Nee, das ist fein. Dafür hast du ja auch das Wort, also den Stream. Dann auf jeden Fall, was du zumindest gerade so im Early Game gesagt hast, dass ich viel mal versuchen soll zu harassen. Was noch? Vielleicht bisschen aggressiver spielen. Also so im Overall. Ich beziehungsweise finde, mein Positioning. Ich hast finde, du auch noch gemeint. Ich finde, es gibt kein aggressives und defensives Spiel, es gibt kluges und dämliches Spiel. Okay, so kann man es auch bezeichnen, ja. Also wenn du aggressiv in der richtigen Situation spielst, ist es klug. So, that's it. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Weiter. Positioning auf jeden Fall. Was denn genau? Nicht hinter den Mili-Minions stehen. Du meinst vor, ne? Ach, ja. Hinter wäre ja noch besser, meinst du? Wie gesagt, es gibt drei Positionings. Vor, beziehungsweise neben den Milis, zwischen Mili und Caster und hinter Caster. Als ADC bist du eine Pussy und bist meistens entweder hinter den Milis oder hinter den Castern. Außer du guckst für den Engage mit sowas wie Leona, Nautilus oder so. Ja. Was war mit dieser einen wunderschönen Seraph-Queue, in die du wirklich point-blank reingelaufen bist? Nicht versuchen, in die Richtung der Wände zu dodgen. Oder allgemein erst gar nicht da positionieren. Was ist mit Lane-Theorie? Da haben wir auch was gemacht eben. Okay, da will ich jetzt gerade nicht, worauf du da hinaus willst. Ganz am Anfang haben wir es gemacht. Mit der trigonometrischen Form. Ja. Yeah. Achso, ja, versuchen immer längere, aber kürzere Trades zu nehmen. Also nein, warte, das klingt dumm. Nicht kürzere, aber längere, sondern ja, doch eigentlich längere. Okay, was für drei Arten der Lane gibt es? Sustain, Poke und Engage. Was schlägt was und warum? Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Verdammte Scheiße, Sustain schlägt Poke, weil Sustain über einen längeren Zeitraum mehr Value rausholt aus den Trades, okay, weil sie sich gegen den Poke gegen Sustain kann. Okay. Weiter?
Poked, schlägt, sustain. Nein, das geht nicht. Wenn ich sustain schon poke schlägt, kann poke nicht sustain. Verdammt, ich meinte ich mal. Engage schlägt. Poke schlägt engage. Okay, warum? Verdammte Scheiße. Okay, du kriegst ein 4-, Alter. Du warst dabei, aber das war's dann auch, Mann. Schick einen Brief an deine Eltern zu Hause, ey. Guck dir das Wort am besten an, das ist wichtig. Lerntheorie ist enorm wichtig. Damit du, selbst wenn du dann komische Matchups spielst, in denen du dich nicht wohlfühlst oder die du noch nicht so häufig gespielt hast, wenigstens eine Richtung hast, an der du dich orientieren kannst jederzeit und immerhin ungefähr weißt, in welchem Bereich des Dreiecks deine und die gegnerische Lane liegt. Weil dadurch kannst du dann auch immer ausmachen, wer theoretisch den Lane-Vorteil hat. Jedoch musst du dir natürlich bewusst machen, dass dieses Lane-Dreieck Sachen wie Push-Prio oder Power-Spikes und sowas komplett außer Acht lässt. Ne? Das ist da gar nicht mit inkludiert. Es geht wirklich nur darum, um das Grundgerüst der Laning-Phase. Ja. Okay, was haben wir noch gemacht? Literally die ganze erste halbe Stunde. Ranked Anxiety und meine Mentality. Okay. Das musst du nicht alles wiederholen. Ich würde dir empfehlen, dass du dir das VOD nochmal anguckst. Ja. Außer du sagst, du weißt alles. Oder du hast es noch im Kopf oder so. Dann notierst die, bevor du es vergisst. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, mit denen ich dir behilflich sein kann? Ich glaube erstmal nicht, tatsächlich. Konnte ich dir mit dem Coaching denn behilflich sein, mit deinen Problembaustellen? Auf jeden Fall. Okay. Falls du noch Fragen hast, dann meld dich und ja, also wie gesagt, das, ich lade das Wort als Highlight hoch, damit du es auch leichter findest. Ja. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Oder hast du sonst noch irgendwas, was unklar ist oder nochmal kurz wiederholt werden sollte, was ich nicht richtig erklärt habe oder so? Nee, das geht schon, das passt schon alles, danke dir. Okay. Letzte Frage, sicher? Ja. Okay. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.